Hallo und herzlich willkommen zur vierten Runde. So, heute machen wir mal Folgendes. Heute erobern wir. Ja, genau, wir erobern weiter. Dieser fiese Bug hier ist dann. Ja, der ist immer noch da. Ich hatte gehofft, das ist hier, genau, gesegnete Vision. Maximal expandiert. Ganz doof, weil ich muss jetzt sonst wie weit hier reinscrollen. Aber naja, es hindert mich nicht daran, durch den Sektor zu fliegen. Sieht ein bisschen blöd aus. Aber da sieht man mal, wie groß so ein Sektor werden kann. Den Sinn dahinter werde ich wahrscheinlich auch nie verstehen. Was bringt mir das, wenn das hier 5000 Kilometer in eine Richtung geht, wo eh nichts ist? Oder nur Sachen generiert werden, damit ich mich da nicht so alleine fühle. Aber gut, ist so. Ist auch nicht so schlimm. So, wir gucken mal in eine Station. Ich habe gestern festgestellt, die Paraniden, die bauen ja wie die Bekloppten bei mir. Die sind anscheinend sehr paranoid und hatten auch eine ganze Menge Schiffe bei mir in Auftrag gegeben. Die Odysseus, ja, die L-Schiffe, haben sie 7 Stück in eine Warteschlange gepackt. So, der erste wurde gebaut und dann hat sich die Warteschlange aufgehangen. So, und da hab ich wieder eine neue Sache gelernt. Wenn hier in unseren eigenen Werften Fraktionen etwas bauen, können wir das abbrechen. Einfach Rechtsklick drauf, Bauauftrag abbrechen und die Dinger sind raus. Ich weiß noch nicht, warum es ist, so ist. Hier kommen auch, also hier waren schon etliche Kämpfe mit unter den Paraniden, also Paar und Hop. Die bauen hier Schiffe und kloppen sich hier gegenseitig, bauen Schiffe, kloppen sich hier. Finde ich toll. Jetzt ist gerade ruhig. Habe wieder ein bisschen Geld verdient dadurch. Das finde ich supi. Ja, und dann dachte ich mir so, es kommen auch ständig hier Frachter. L-Frachter wurden auch einige gekauft. Bergbauschiffe wurden gekauft. Wenn nicht L-Frachter, habe ich ja gar keine Baupläne. Was erzähle ich denn da? L-Bergbauschiffe. So. So wird ein Schuh draus. Wurden auch eine ganze Menge gebaut. Die reparieren sich da auch und rüsten sich da aus an dem Dock. Und vielleicht ist es dadurch irgendwie, ja, hat es sich aufgehangen, festgehangen. Keine Ahnung. Ich baue jetzt ein zweites. Bauplan. Ich zimmer hier noch ein zweites. Genau drüber hat gerade so gepasst. Ich meine, guck, das ist so, ja, das passt. Weil hier für S&M-Schiffe, da kann ich 8 Schiffe bauen. Und die gehen ja auch schnell, das ist ja kein Problem. Aber hier zum Beispiel hatte ich gestern wieder den Bug, die Paraniden haben eine Odysseus gebaut. Und es wurde nur eine von meinen Baudrohnen benutzt. Bauzeit 45 Minuten. Dachte ich mir auch so, hallo. Nach ca. 20 Minuten hat sich das Spiel dann wieder eingekriegt und es wurden alle benutzt. Und dann hat es nur noch 5 Minuten gedauert. Dann ging das. Also das ist noch ein bisschen buggy, leicht. Aber das wird auch noch. Und mit zwei Fertigungshangars wird das wahrscheinlich etwas runterlaufen. Hoffe ich. Also die bauen munter flockig Schiffe. Ich mag's aber nicht. Und ich weiß noch nicht, das kann ich glaube ich nicht rückgängig machen. Wir gehen mal in Baue Schiffe. Nehmen wir mal ein L-Schiff. Odi. Und habe ich nicht. Hatte ich nicht ein MK3 dafür? Nee, den hatte ich nicht mal. Jetzt muss ich mal gucken, was das Ding kostet. Das ist ja nicht viel. Weil ich habe gestern so krass Antimaterie-Wandler verloren. Waren plötzlich weg. Also mein Lager war fast leer. Und da habe ich mich gefragt, wieso habe ich hier MK3? Weil die brauchen ja da bei den großen Schiffen 3000 Antimaterie-Wandler. Ein so ein Ding. Habe ich auch nicht. Ich hab das ja auch nicht. Jetzt muss ich mal hier gucken. Hier habe ich die Dreier für M-Schiffe. Hier kosten sie bloß 100. Und da habe ich mal geguckt, hier kosten sie. Hier brauche ich bloß 20 und hier glaube ich bloß 10. Also dann, ich habe jetzt auch meine Flotte mal wieder aufgerüstet. Ich habe ja die eine Staffel verloren. An der Schiffswerft von Argon Prime. Und habe mal wieder welche gebaut. Aber dazu kommen wir gleich. Ich baue meine Station weiter aus. Gestern habe ich mal einen Taschenrechner in die Hand genommen, habe mal einen Zettel und einen Stift und weil ich habe festgestellt, ich hier, Laderaum, bup, verliere ganz schön schnell Mikrochips. Und dann habe ich mal durchgerechnet und oh, ich brauche noch ein paar Mikrochip-Fabriken.
aber viel zu wenig. Das war, naja, weil ich baue ja immer so dynamisch, Pi mal Daumen, ja. Und mein Monitor ist ein bisschen zu groß für meinen Daumen, deswegen passt das nicht immer. Und sehe ich ja hier, wenn es runtergeht. Gut, Hüllenteile, geschützte Komponenten, so alles, was ich für einen Schiffbau brauche, das kann ich natürlich nicht beeinflussen, da sehe ich nicht, was los ist. Waffenkomponenten habe ich noch zwei dazu gebaut, weil ich gesehen habe, ohohoho, Waffen braucht man auch eine ganze Menge. Jetzt muss ich aber wieder auf Supra-Fluid-Kühlmittel achten. Das sieht mir nämlich schon wieder danach aus, als wenn ich da auch noch mehr brauche. Also meine Bauliste, die ist schon wieder ganz schön lang geworden. Da baust du das eine, dann brauchst du das andere und das braucht dann auch wieder irgendwas. So, ist schon wieder ein bisschen kleiner. Mikrochip-Fabrik und dann kommt der Fertigungshangar. So, dann brauchen wir Supra-Fluid. Super. Finde ich super. Braucht nur Helium und EZ. Alles klaro. Dann können wir das Ding auch noch mal dran patschen. So. Und übernehmen. Fertig. Fertig ist der Lack. Sehr gut. Da wird wieder was gebaut. Wieder eine Odysseus. Jetzt dauert sie halt, weiß ich nicht, 8 Minuten oder so. Das ist normale Zeit, sollte es. Gucken wir mal, wie viele Drohnen benutzt werden. Und alle 90 werden benutzt. Sehr schön. So muss das sein. Ja, da habe ich auch hier gestern so eine kleine Beobachtung gemacht mit der KI, wie die sich untereinander verhält. Total doof. Die sind alle auf Raumkraut, scheinbar. Hier war ein, also ich will jetzt die Fraktion nicht durcheinander bringen, also sage ich nur Paraniden. Die greifen sich ja nicht untereinander an. Da war eine Odysseus, die hat einen Frachter angegriffen von den Paraniden. So, es kam von den Angegriffenen, war hier ein Zerstör, nee, ein Zeus, ja, ein XL-Trägerschiff, eine Zeus, war hier mit riesen Begleitung und Haufen Begleitschiffen und allem drum und dran, sind an denen vorbeigeflogen, haben ihrem Transporterkumpel aber nicht geholfen, sind einfach weitergeflogen. Dann wurden die angegriffen, die sind einfach weitergeflogen. Die haben nichts gemacht, die haben sich auch nicht verteidigt und sind dann irgendwann wieder raus aus dem Sektor. Und das habe ich hier mehrfach beobachtet, wie seltsam sich die KI verhält. Also zu tief sollte man hier wahrscheinlich bei KI nicht drauf achten. Sonst wird es ein bisschen komisch. So, na, das nur mal dazu, wie das so hier gestern noch ein bisschen ablief. Dann, hahaha, jetzt habe ich euch schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich habe einen Sektor erobert, den ich bisher nicht erobern konnte, weil ich mich einfach zu dämlich angestellt habe. Hier hat Tikvas Entscheidung 3 gehört jetzt Semira. Gehört jetzt mir. Ich habe im Forum nachgefragt, da wurde dann von einem Moderator gleich mal mein Thread irgendwo in so einen Sammelthread darin geschoben und gut, hat mir nicht geholfen. Eine wirkliche Antwort bekam ich nicht und ich habe dann noch ein bisschen rumexperimentiert, vielleicht durch die Zeitverzerrung, der Zeitverschiebung meiner Videos kommen dann auch noch Kommentare von euch. Also wenn die richtige Antwort von euch kommt, sage ich jetzt schon mal danke. Ich konnte sie natürlich noch nicht lesen. Ja, genau, Pause. Bei den Administrationszentren, also die Verteidigungsstationen, die hier diesen Schild haben, ja, haben wir die anderen Fraktionen auch. Da reicht es ja aus, wenn man nur das Administrationszentrum zerstört. Damit ist das dann, ist der Sektor eingenommen. Habt ihr ja gesehen. Ja, habe ich ja schon mehrfach gemacht. So, bei diesen speziellen Stationen, das sind Ausrüstungsdocks, Werften und höchstwahrscheinlich, das werden wir bald testen können, sehr wahrscheinlich auch Handelsstationen, gehe ich mal von aus. Die Stationen müssen komplett zerstört werden. Also da kann gerne so ein Verbindungsstück noch überbleiben. Ich habe festgestellt, so ganz muss sie nicht zerstört sein. Und dann, wenn beide weg sind, also wenn hier nichts mehr ist davon, dann wird der Sektor übernommen. Ich habe das gestern mal mit Argon Prime getestet. Erzähle ich euch jetzt aber nicht, weil das machen wir jetzt live. Ich habe eine Staffel rein, alles auf Plasma. Mit 20 Schiffen, das war ja ein Totalverlust. Ja, und jetzt habe ich 50 mitgenommen. Dachte mir, 50 werden reichen. Wo sind sie? Da sind sie. So, die werden ja wohl reichen.
Da sind einige, die haben sogar noch einen Höhlenschaden hier von ihren Kämpfen, aber ist doch völlig Wurst. So. Oha, hier. Und die haben auch nachgerüstet. Vorher waren ja nur die Dreier, die zwei Behemoths und die Kolossos. Jetzt haben sie sogar noch Jägerstaffel dabei. Ihr wisst ja noch aus dem letzten Video, Egosoft hat gepatcht und jetzt können die Fraktionen Jägerschiffe bauen, die es vorher nicht konnten. So, aber die interessieren uns hier nicht. Wir knallen jetzt mit voller Karacho ins Verderben und greifen nochmal an. Und soll das nicht reichen, fliege ich mit 100 hin. Ist doch kein Problem. Deswegen, meine Station ist, ja, überlebenswichtig. So, der erste Schuss ist drauf gegangen. So, jetzt bloß kein Sinzer. Sinzer, da traue ich Sinzer dann wieder nicht mit der Berechnung. Können wir uns den ganzen Spaß mal angucken. Halt erstmal so. Ja, die kriegen schon alle ganz schön Schildschaden wieder. Aber die sind bisher noch keine One-Hit-Wonder. So wie beim letzten Mal. Oh, ich liebe es, wenn die wegboosten. Oh, das ist so doof. Kein Wunder, dass die keine Schilder haben. Wenn die immer nur boosten. So, das sieht doch aktuell ganz gut aus. Die Schiffswerft wird klein gehackt. Ja, das regeneriert sich jetzt alles. Die haben wahrscheinlich schon die ganze Verteidigung zerlegt. Und jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit. So, was ist mit unserem... Ah, der erste ist rot. Der erste ist rot. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der macht. Ob der eingreift oder ob der einfach vorbeifliegt. Auf jeden Fall beeilt er sich nicht. Bim, bim, bim. Das gibt jetzt richtig Rangverlust. Also sollte es ja generell. Aber... Ah, 22, wir haben schon gut verloren. Und ich bin hier, ja, das ist ja alles Argonengebiet hier. Also, naja, mein Argonengebiet. Das wird wahrscheinlich dann bald alles rot werden, wenn wir so weitermachen. Worauf ich da gar keine Lust habe, sind die ganzen Raketen. Oh, das ist immer so nervig. Ah, das sieht doch schon gut aus, genau. Strengt euch mal an hier. Da eine Jägerstaffel. Die Frage, machen die irgendwas? Oder fliegen die einfach nur vorbei? Man weiß es nicht. Es könnte sein, dass sie angreifen. So, das kann ich jetzt mal zu. Oh, hier, Lager, alles kaputt. Ah, ne. Das war ein Frachter. Ach so, da sind die Docks denn zerlegt worden und Fertigungshangars und dadurch sind die Schiffe auch mit explodiert. Ist ja auch gut zu wissen. Kabum! Hat sie Macht. So, entferne alle Aufträge. Angreifen. So, machen wir dich mal hier putt hier. Du freches Ding. Der Kolossus. Naja, gut. Mit gegen 50 Nemesis, ja. Das war's dann schon. Und Platz. Was? Oh, was hier so alles. Jetzt ist alles rot. Jetzt haben wir unseren kompletten Rang verloren. Jetzt haben wir alles verloren. Bam, 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 bam. So, jetzt ist natürlich hier auch alles feindlich. Mache ich mich mal hier rin. Ich hoffe, ich kriege keine Rakete von Zopp. Da ist nämlich auch noch eine Behemoth. Da müssen wir so. Oh ja. Ja, jetzt sieht das so aus, wie es eigentlich von Anfang an aussehen sollte. Feindlich, feindlich, feindlich. Ich werde natürlich hier auch einige Schiffe verlieren, sicherlich. Was machen die denn hier? Ach so, die kloppen sich hier noch.
Aber nur so halbgar oder was? Nee, ja, dann mach doch mal hier. Gut. So, und die Hälfte ist abgehauen. Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Ja, ich wüsste, du wolltest bestimmt irgendwo andocken und kannst es nicht mehr. So, dann machen wir mal. Erstmal sammelt euch mal. Weil das reicht ja noch nicht. Da ist immer noch blau, der Letzter Sektor. Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Kein Schiff verloren bisher. Auftrag ausgeführt. Oha, das ist aber hier. Ruckel die, druckel die, ruckel die, ruck. So, und. Nein! Die sind doch. Ja, da muss ich wieder einzeln. Pause. Bevor die noch auf die Idee kommen, wieder Standardbefehle zu nehmen. So. Oh, ist Letzter das. Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. Da ist ja was los. Sehr schön, sehr schön. Ist natürlich jetzt die Frage, bauen die die nach? Auf jeden Fall haben sie jetzt kein volles Lager mehr. Das ist schon mal gut. Oh, ein Cheater. So. Die Polizei. Na denn. Ah. Eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Fraktionsrepräsentant ist umgezogen. Der war nämlich auf der Schiffswerft und jetzt ist er hier auf dem Raumdock. Und da wird er wohl gleich auch umziehen dürfen. Das müssen wir gleich mal beobachten. Das ist schon mal gut zu wissen, weil die Frage habe ich ja schon öfter gestellt, so, na, was wäre, wenn? So, die ist jetzt natürlich komplett zerstört. Ich hoffe, ihr baut die nach. Weil sonst haben wir hier sicherlich etliche Stunden Spaß, weil es gibt ja sicherlich an die 1000 argonischen Schiffe, aber die sind irgendwann weg. So, mal gucken, was passiert hier. Piep, piep, piep. Da sind wir absoluter Feind. Gut, die können ja erstmal machen. So, das ist jetzt hier. Warum auch immer. Alles rot. Rot. So, jetzt haben wir natürlich einen Abnehmer weniger. Weil es natürlich die Frage, ob die mich immer noch beliefern, so wie das hier mit den Xenon mal war. Das habe ich aber seit 2.0 nicht mehr beobachten können, dass Feinde beliefert werden. Ja, aber das ist ja alles nicht so dramatisch. Da wird eine Nemesis gebaut. Die bauen fleißig. Oh, das sieht alles gut aus. Da mal wieder. Sehr schön. Haben wir doch schon mit 800 Millionen zusammen. Klasse. Oh, da geht's ab. Da wird gekämpft. Da würde ich doch gerne zugucken. Schade, dass es nicht geht. Komm, hau weg das Ding. Ah, jetzt hörst du mir. Jetzt hörst du mir. Super. Dann können wir jetzt entfernen alle Aufträge. Und Letzter Befehl konnte nicht abgeschlossen werden. so, jetzt gucken wir da erstmal, die sich alle dran halten. Wir müssen sie ja nicht zerstören. Ja, eigentlich wegen dem Fraktionsrepräsentanten. Aber wir wissen ja, der war ja da auf der Schiffswerft. Und jetzt ist er hier. Also, der ist dann auf jeden Fall nicht weg. Das ist schon mal gut. Stimmt, als Standardbefehl hat er ja den hier. Und da fliegen die dann auch gleich alle hin. So. Also, Argon Prime ist erobert. Gehört jetzt Admiral Semira. Admiral war's, wa? Na, Starblade? So. Genau, dann kümmern die sich. Was habe ich dem eigentlich? Ach so, bloß dahin fliegen wahrscheinlich, damit die hier nicht immer abhauen.
So, jetzt müsste ich normalerweise die Staffeln erstmal klein machen und so in 10er, 20er patrouillieren lassen. Das wäre so das Sinnvollste. Achso, ich wollte ja mal meine Oddi. Ach, die hat ja auch. Stimmt, das hätte ich mal vorher machen sollen. Das hätte ich doch vorher machen sollen. Also, jetzt ist natürlich hier auch noch alles feindlich. Da wäre keine Raketen mehr. Boah. Raketen haben wir ja verballert. So, wir schicken dich jetzt erstmal dahin. Das dauert sowieso erstmal eine gefühlte Ewigkeit. Da könnten wir eigentlich eine neue bauen. Bauen wir einfach eine neue. So, patsch. So, schauen wir mal. Teladianische Schilde wollen wir haben. Erwarte Befehle. Teladianisch gemacht. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Ich will keine Raketen mehr. Ich will jetzt Puls. Puls oder Strahlen? Puls. Wir machen jetzt alles Puls. Genau. Wo die großen. Ach, gut. Puls. Jetzt alles erstmal Puls. Das Schöne ist, wir haben hier keinen großen Mangel. Wenn das nicht passt, dann wird einfach umgebaut oder einfach neu gebaut. Völlig egal. Plasma, Puls. Dim, 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 da kämpft schon wieder irgendwas. Ist natürlich jetzt. Puls. Ja, genau. So, Landecomputer, das. Nein. Nee. Na komm schon. Reparaturdrohnen, Zähne. Verteidigungsdrohnen. Genau, dann machen wir nur Reparaturdrohnen. Verteidigungsdrohnen brauchen wir nicht. Das werden doch die kleine Schütze hier hinkriegen, hoffe ich. So, das. Dann zack und patsch und patsch. 11 Minuten. Okay. Okay. So, jetzt ist natürlich nur Feindmusik. Auftrag ausgeführt. So, hatte ich hier schon. Nee, den habe ich jetzt dann erstmal dahin geschickt. Genau. So, dann das übliche Crew, vollständige Crewliste, Servicemannschaft, Lehrlinge. Yep. So, wenn wir dich mal hier als Manager einsetzen. Ein Manager, patsch, patsch. Bestätigt. So, Auftrag ausgeführt. dann 5 Frachtdrohnen, Patsch und Patsch. Auftrag ausgeführt. So, mehr brauchen wir aktuell nicht. Da ist noch alles kaputt. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Hui. Auftrag ausgeführt. Wieso machst du das nicht? Hab ich. Auf Signal warten. Aha. Aha. Wie auf Signal warten. Ich habe aber einen Captain drauf. Also so ist ja nicht, ja. Ich hab schon gedacht, ich hab hier keinen. Auf Signal warten. Aha. Na gut, muss ich jetzt nicht verstehen. Jetzt fliegt er immerhin. Los. Das ist doch schon mal was. Was macht die Polizei?
Ich hoffe mal nichts. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, schießen die die Schütze hier auch, wenn ich nicht im Sektor bin? Das ist die große Preisfrage. Patrouillenzerstörer. Ah, alle 10, alle 50. Alle 50 wäre Quatsch. Ich baue mal noch ja nichts. Ich baue noch ja nichts. Lass mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Halt mal schauen, ob die mich angreifen. Also meine Station angreifen. Ich hoffe, dass man auch eine Meldung kriegt, aber wenn nämlich kein Manager drauf ist, kriegt man definitiv keine Meldung. Das kriegt man dann eventuell gar nicht mit. Also denn man guckt, man hopst hier die ganze Zeit von Sektor zu Sektor. Aber die haben ja alle Manager drauf. Also hoffe ich mal, dass da eine Meldung kommt, wie Hilfe, wir werden angegriffen. Schön, die kann ich ja, kannst ja nicht mehr auseinanderhalten. Argon, Xenon, jetzt alle rot. Schön. So, der nächste Sektor wäre dann nämlich genau der hier. Genau, das wäre der nächste Sektor, den wir uns dann holen. Zweiter Kontakt 7 und dann kommt zweiter Kontakt 11. Dafür brauchen wir aber erstmal erneut Oddi-Gerät. Dauert noch ein bisschen. Dann machen wir mal Sinzer an. In der Hoffnung, dass ich jetzt hier nicht abgeschossen werde. Ist ja doch schon sehr mutig hier. Ja, also die Schiffswerft zu zerlegen ist scheinbar doch nicht sehr rangfördernd. Es sah ja am Anfang bei den ersten Sektoren echt so aus, hallo, wir nehmen denen die ganzen Sektoren weg und sind immer noch Verbündete. Was natürlich totaler Quatsch ist. Also werden wir wahrscheinlich auch langfristig dann mit allen im Krieg sein. Da überlege ich doch schon wieder, wie ich den Rang dann irgendwie steigern kann. Das wird wahrscheinlich sehr schwer. Das wird wahrscheinlich sehr schwer. Aber nicht schlimm. Das Problem gehen wir an, wenn es da ist. So, ach, da sind ja noch, die sind ja noch verbündet. Nicht mehr lange. Ich würde ja gerne, aber ich weiß ganz genau, der haut wieder so viele Raketen raus hier. Das weiß ich doch jetzt schon. Man sieht ja nichts. Ich würde ja gerne mal speichern. Und dann teste ich mal die Raketenabwehr. Cerberus, Angreifer. Husch, husch, husch. Also meine Raketenabwehr. Ich habe nur zwei Pulsgeschütze hier. Ich bin mal gespannt. Ich weiß auch nicht, ob er Zielverfolgende oder Torpedos. Muss ich natürlich. Bei Torpedos muss ich nur in Bewegung bleiben. Dann wird es ja nichts. Sonst trifft er mich ja nicht. Und wenn er mich trifft, dann dürfte ich überleben bei einem Treffer. Theoretisch. Oh, die ist viel näher. Ey, das ist ja doof. Greift er mich an? Ich will erstmal den Kleinscheißer weg haben. Cerberus, Angreifer. Die machen aktuell nichts. Dann gehe ich mal aus der Reichweite von der Behemoth. Husch, 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 husch. So. Die sind ja doof. Ich bin doch Feind. Container.
Auftrag ausgeführt. Noch kommt keiner. Ach, jetzt überweist die Uschi schon eh 1 Million. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Da kann ich jetzt nicht. Rettungskarten? Nein, nee, so ein Schwein bin ich nicht. Behemoth, Angreifer. Uiuiuiui. Ja, von irgendeiner Seite muss ich kommen. Keine Infos, keine Infos. Ich würde dich ja gerne erstmal begutachten. Da bin ich jetzt wahrscheinlich schon wieder zu nah. Weil ich kann ja die Außenansicht aktivieren. Warum ich das sonst nie gemacht habe. So, da ist schon mal ein großes Geschütz. Große sind böse, kleine sind egal. Relativ. Also oben groß. Und unten auch groß. Aber das ist hier, ja, wenn ich da mich darin quetsche, da so verstecken könnte. Ich habe bisher einmal eine BMOS kaputt gemacht und das. Da hatte ich aber auch Ruhe, weil da war ja ringsrum sonst kein Feind. Dann habe ich mich hinten einfach an die Antriebe, die zerstört, habe die Drohnen, die das reparieren wollten, zerstört und dann habe ich halt Stück für Stück alles kaputt gemacht. Aber das war auch rein komplett mit Raketenwerfern. Komplett. Das ist natürlich dann auch übel. Aber das war auch Speichern, Angst, Sinser, Schild wieder aufladen und. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Sollte mal. Mama. Der braucht noch 33 Sekunden. Auftrag ausgeführt. Erstmal, dass er mir nicht abhaut. Wobei, das Ding ist ja ein schön. Was ist das? Ein Pulsgeschütz. Das ist doch schon mal schön. Ich kann doch mal durchschalten hier. Puls, Bolzen, zielverfolgend. Aha. Zielverfolgend. Zeige ich mal her hier. Das mal folgendermaßen. Machen das mal so. So. Aber jetzt mal gucken, da ist der Schildgenerator. So, jetzt kommt. Oh, das Geschütz hat sich gedreht und. Puh, weg bin ich. Treffe ich nicht. Die fliegt nicht, macht ja auch nichts. Ich weiß, die denkbar schlechteste Ausstattung dafür. Reparaturdrohne. Die sind aber ganz schön flink hier heute. Reparaturdrohne. Wird nicht repariert, Kollege.
So, jetzt muss ich mich mal ein bisschen an Pause gewöhnen, damit man hier auch noch nebenbei ein bisschen was tun kann. Ich muss mal hier meine Oddi, sag ich mal her. So, Geschützverhalten. Ich wollte das eigentlich so machen, dass, also L soll auf jeden Fall alle Feinde angreifen. Dann L alle Feinde angreifen. Und ein bisschen Raketenabwehr. Da habe ich noch einen Plasma, habe ich ja nicht drauf geachtet. Ach Mann. Dann machen wir den so. Und die drei Raketenabwehr. Ja, die sieht gut aus. Das könnte vielleicht klappen. So, dann fliehe du mal hier hin. Hier wollen wir ja, hier wollen wir Aktion machen. So, das sind ja dann schon die Antigone. Das sind dann die nächsten, die wir hier rot färben. Gut. Gut, 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 gut. Okay, da sind gerade welche abgehauen. Jetzt bewegen sie sich.
Dann ist das auch erledigt. Da hat's mir ja glatt die Sprache verschlagen. Na komm, das sind da bestimmt. Container. Wieso sind. Na gut. Dann wollen wir doch mal einsacken. Ja, also rein mit Bolzen ist natürlich hier so ein Schildgenerator, die Schilde runterballern, extrem ineffektiv. Habt ihr ja gesehen, aber dann sind ja ein paar abgehauen und plötzlich war das alles. Zack, zack, erledigt. So, die Rettungskapsel, ja, dürfte. So. Dann. Bin ich echt gespannt, ob die Schiffswerft wiederkommt. Das wäre sonst. Ärgerlicher Strafe. Auftrag ausgeführt. Auftrag ausgeführt. Hat denn hier meine. Oddi. Oh, Odysseus. Die ist noch unterwegs. Ja, L-Schiffe. Oh. Das ist auch immer sehr spannend. Oha. Hier habe ich aber eine ganze Menge Bergbauschiffe. Das ist nicht gut. So, was macht ihr hier? Frechheit. So, gucken wir mal. Kohle gibt's auch wieder. Baut irgendwer? Nö. Wir bauen auf jeden Fall jetzt erstmal Nemesis. Nemesis. So, ich habe auch schon umgestellt, habe umgespeichert. Hatte ich eigentlich. Doch, na klar, das sind nur die Schütze. Hier, die Waffen, genau. Ich mache jetzt rein Plasma. Rein auf Plasma. Wenn ich eh nicht im Sektor sein kann, ja, ist das auch real. So, ich kann immer 8 gleichzeitig, also baue ich 16. Doom. Und dann lasse ich die in Argon Prime hier patrouillieren. Und das werde ich dann so Stück für Stück mit jedem Sektor machen, dass die Station gesichert werden. Illegale Fracht entdeckt. Minus 1. Sorgen die sich jetzt tatsächlich noch um illegale Fracht? Ja. Oh, da, hier. Nee, doch nicht. Ich dachte. Das sah nämlich von Weitem so aus, als würde meine Drill hier gleich platzen. Aber nee. Die haben schon ein seltsames Kampfverhalten, ja? Ich würde doch alle zerlegen, die hier sind. Na, der sieht aus, als hätte er ein straightes Ziel vor Augen. Wo will er denn hin? Zu der Station ohne Verteidigung. Würde Sinn machen. Das würde Sinn machen. Was hast du denn vor? Aha, gut. Sie sehen, dass ich zugucke. Wow! Alter! Oi, 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 oi. Jetzt habe ich einen halben Herzinfarkt gekriegt. Huh. Ja, ist ja auch kein Wunder. Ich bin das ja nicht gewohnt. Magneta, Gas, Angreifer, Laserturm Mark 2. Dann können wir den auch mal putt machen. Die Rakete ist immer noch unterwegs. Angreifer.
Discoverer, Angreifer. Natürlich ja fast unbegrenzt rumkämpfen. Die Rakete ist immer noch unterwegs. So wie es aussieht. Wenn ich diese Zeichen hier richtig deute. Ich könnte ja hier an meiner Station mal andocken. Mal gucken, was passiert. Da bin ich jetzt mal gespannt. Dann stehe ich mal auf und stelle mich mal irgendwo hin. Sie ist auf jeden Fall eingeschlagen. War ich nicht schnell genug? Oh, da. Ja. Sieht cool aus. Der rennt weg. Aber hat meine Station wahrscheinlich ein bisschen Schaden genommen. Ja, hat sie. Das Grün sieht irgendwie... Achso, weil ich hier drauf bin wahrscheinlich. Wieso sieht denn das so ausgewaschen aus? Einfache Waffenkammer. Hm. Oh, ich wollte gerade sagen, was... Aber das ist ja nur ein K. Ist ja nur ein K. Und das ist nämlich so ein Bug. Das fliegt hier rein. Kommt hier raus. Fliegt hier rein. Und kommt hier raus. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. So ist denn jetzt der Odima da. Meine Herren. Wir wollen doch da weitermachen. Nächsten Sektor. Mal gucken, die ist jetzt... Wir haben auch keinen neuen Bauplatz. Zumindest nicht hier. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. So, ihr kommt mal mit hier. Damit hier die nächsten gebaut werden können. Hier bauen die Paraniden auch wieder was. Ein Transporter. Den sie aber nicht bauen können, weil hier kein Platz ist. Aha. Meine müssen jetzt warten, oder wie? Frechheit. Das passt. Scheibenverteidigung, okay, dann baut er gleich den anderen Fertigungshangar für die L-Schiffe. Klasse. So, das ist ja meine Raketenzauber-Tante hier. Leichte, nicht schwere Zielsuche. Raketen 680. Wir möchten unsere Besucher daran erinnern, auch die besonderen Verkaufsräume nahe dem Casino aufzusuchen. Erwarte Befehle. Habe ich also hier geguckt? Ja. Ja, doch, ist richtig. So, 2 Minuten noch. Sonnenlaserturm. Oh, der dreht jetzt hier um und fliegt wieder durchs Tor. Mal ein paar Händler zerlegen. Ah.
Jetzt könnte man natürlich sehr viele tolle Sachen machen, ja. Sagt mal, wo ist denn... Wo ist sie denn? Jetzt gucke ich mal nach. Der Odysseus... Angreifer. Oh, ist bald da. Der Hauptgrund, warum ich lieber M-Schiffe fliege. Aber jetzt, ja. Eine Station zerlege ich natürlich nicht mit einem M-Schiff. Jedenfalls nicht so schnell. Ich bin echt gespannt, ob die Argonen mal was sie dann irgendwie machen. Ob die mal eine Offensive starten werden. Da bin ich schon gespannt. Die vielleicht in meinen Sektor springen. Naja, springen können sie ja nicht, aber zumindest reinfliegen. Können Sie kämpfen oder wollen etwas für die Sicherheit tun? Kaufen Sie sich eine Polizeilizenz und sorgen Sie für ein sicheres Universum. Erhältlich in jeder Handelsstation. Ach, das ist ja noch das andere, das später angefangen hat, gut. Dann ist das so. Teladi. Gut, Xenon ist weg. Oh je, oh je. Nein. Wer greift dich denn bitte schön an? Der Gassammler oder was? Gut, das muss ich jetzt aber so auch nicht haben. Hallo? Muss mal abdocken, weil wir Sinser brauchen. So, stellt sich mir doch schon wieder die Frage, warum wird meine Station nicht repariert? 97%. Ich habe doch Reparaturdrohnen. Oder muss es da erst einen bestimmten... Nein, nein. Oder muss es erst, wissen Sie, auf 80 sein oder so, damit hier überhaupt was repariert wird? Das ist doch eine gute Frage, oder? Da schießt was. Ja, ja. Da schießt meine Station mit, Kollege. Na, hast du nicht erwartet, wa? Reisegeschwindigkeit. Achso, den wollte ich doch mal. Den wollte ich hier mal wegmachen. Ihr merkt schon, ich komme jetzt schon wieder ja nicht aus Köpfen hier raus. Kurier, Mineralien.
Container. Das sieht im Schirm wohl nicht. So, ich schau mal, was gab's denn hier so schönes alles? Na, das ist doch schon mal eine voll tolle Sache. Wo? Da. Kleine Dinge, du mit dir herumtragen kannst, während Fracht in Schiffen geladen wird. Angreifer. Löst sie schon den Schleudersitz aus. Das ist nicht gut genug. Das könnte ihr letzter Fehler gewesen sein. Wobei, das war ein kleiner Nahrungshändler. Judy, dann haben wir halt erstmal hier. Angreifer. Wo kann man sich denn hier verstecken, dass man mal seine Ruhe hat? Wahrscheinlich gar nicht. So, ich wollte. Also genau, das ist ja richtig. Und mir erstmal an die neue Karte gewöhnen hier, wie die so aussieht. So, denn du entfernen. Erwarte Befehle. So, dann haben wir doch gleich eine neue Staffel. Also ich wollte Snap, Snap, das und Station beschützen, Position, dass die auch noch schön rumfighten. Gut. Oha. Jetzt kriegen wir aber ja leichte Anzeigeprobleme. Die machen wir zu. Auch zu. Sehr schön. Er schwirrt hier rum. So, ich werde mich mal hier mal andocken. Und dann schnappen wir uns mal den nächsten Sektor, würde ich sagen. Andockerlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. So, jetzt warte ich erstmal ab, ob der hier irgendwelche besonderen Befehle hat. Das Schiff so möchte ich bitte nicht verlieren. So, genau, der hat nämlich schon wieder irgendwas drin. Dann
Feindliche System. Weiter Kontakt. So, ist ja nur die eine und die Piratenbasis durfte nicht zählen. Verteidigungsstation. Jawollo, funktioniert. Das ist natürlich nicht so effektiv wie Raketenwerfer. Aber klingt doch gut. Und ha, Rakete, genau. Und ich habe Raketenabwehr, hoffe ich. Wir schießen ja nicht Raketen. Mal gucken, da ist doch schon mal irgendwas los hier. Ja. Die patrouillieren natürlich noch ein bisschen weiter. Und machen hier Badabang. Die haben schon wieder alles kaputt hier. Ja, mal gucken, was es wird mit den 16 Stück da.
So, wer hat jetzt hier... Na, wahrscheinlich war es die Station selber, wa? Wenn man die Raketen geschossen hat. Ja, ich sehe hier nichts. Auftrag ausgeführt. Erwarte Befehle. Hey, merk schon mal, ich rede jetzt ein bisschen weniger, aber ich bin jetzt ein bisschen konzentriert, ja. Hey, jetzt ist ja hier nur noch Feindmusik. Ist ja alles Feind. Hier, nicht überholen hier, ja. Auftrag ausgeführt. So eine Odysseus kann man sicherlich auch gut rumwüten. Magneta, Gas, Angreifer. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. So, och, das ist ja hinten. Och, hey, hier ist das weg. Erwarte Befehle. Generiert meine Station hier diese Sicherheitsschiffe? Erwarte Befehle. Wahrscheinlich, weil es meine weil es deren Sektor ist. Erwarte Befehle. Okay, die werden hier wahrscheinlich wirklich generiert. An meiner Station. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, nun komm mal. Mach mal. Wenn der Sektor mir gehört, dann sind es meine eigenen Sicherheitskräfte? Wahrscheinlich nicht. Das haben wir auch schon festgestellt mit diesen Drohnen. In Xenon-Gebieten werden Xenon-Drohnen generiert, auch bei Fraktionsstationen, die da gebaut werden. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Und andersrum genauso. Die Xenon-Stationen, die in normalem Fraktionsgebiet sind, die generieren normale Fraktionsschiffe, die da so rumfliegen immer. Ach ja. Das lasse ich mal so dahingestellt. So, dann holen wir uns den Sektor noch und dann reicht es eigentlich schon wieder für heute. Dann geht's weiter. Ich muss den Wurf passen, dass ich nicht zu schnell mit allen feindlich bin. Achso, so nah wollte ich eigentlich gar nicht.
Sollte da eigentlich schon. Ja, recht. Sehr gut. Ihr Handeln ist inakzeptabel. Habe ich ja langsam ein Auge für. Also in Argon Prime scheint es ja gut abzugehen, ja. Dann wird ja der Fraktionsrepräsentant nochmal umziehen müssen. Da stellt sich gleich wieder die Frage, kann ich eine Fraktion komplett auslöschen? Also die Xenon, das hat geklappt, das funktioniert. Ob das heute noch funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Aber es ging mal. Ey, kannst du mal damit aufhören hier? Nee, erstmal das. Die wird irgendwie nicht fertig, die Station hier, oder? Hallo? Ich treffe euch ja nicht mehr. Wieso treffe ich plötzlich nicht mehr? Jetzt hier. Endlich. Hier ist die Sektorsicherheit. Com-Kanal offen. Melde Angriff auf diese Station. In Ordnung. Strafregister wurde aktualisiert. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Auftrag ausgeführt. Na komm. Auftrag ausgeführt. Zu schön, um wahr zu sein hier. Gut. Ich habe ein Schiff verloren. So, jetzt machen wir mal Pause hier. Dauert ja eh eine Weile. Da wollen wir erstmal hin, dass wir erstmal wieder zurückkommen. Dann. Mit wem nächsten du dich? Bestimmt hier ganz alleine rumgeflogen, ne? Nee. Eine Nemesis? Wie, durch was? Das ist mein 50er Pulk hier. Wie jetzt? Das ergibt ja keinen Sinn. Und die. Die patrouillieren hier rum. Irgendwie anders, als sie das eigentlich sollten. Aber gut. Muss ich mir da immer eine Ruhe angucken. Nicht.
nächste weg, aha. Ist ja interessant. So, hier können wir erstmal stehen bleiben. Hier ist jetzt so weit und breit niemand. Das überhaupt geklappt hier? Ja, Samira. Jo, dann sind die Beete schon mal meine. Ist das die ja ernst? Die lassen sich ja abknallen. Dämlich, sind die dämlich. Ist ja kein Wunder, die werden hier einfach ganz gemütlich langsam abgeschossen. Und die stehen da nur rum. Nee, nee. Das ist ja ohne Worte. Echt ohne Worte. Und wieso seid ihr so wie überhaupt und... Nee, das verstehe ich nicht. So, du gehst jetzt erstmal zurück und reparierst dich. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Falsche Station. Erwarte Befehle. Wenn du überhaupt noch wegkommst. Ey, das ist doch nicht normal. So ein beklopptes Verhalten. Das hier ist auch nicht rechtens. So in das. Das hat ja, den gibt. Ach nee, die Staffel gibt's ja nicht mehr, schade. Die habe ich ja. Die habe ich ja hier vorne. Normalerweise fliegen die hier. So, ja. Genau in dieser Formation. Jetzt muss ich doch mal gucken, wo hier der Schuh drückt. So, Chefe, zeig mal her, was hast du hier für eine Einstellung? Schutzschild, naja, so wie sich das hier hört. Aber alle anderen, was machen die hier? Oh Gott, oh Gott. Also die machen zwar theoretisch, was sie sollen, aber nicht so, wie ich das gern hätte. Dann werden wir... Egal. Gut. Nee, da... Was? Ich wollte gerade sagen hier, jeder... Nee. Das ist auch blöd, wenn die alleine sind... Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Also müssen wir es doch mal ändern. Wir müssen das mal ändern, ja. Das macht er ja sowieso nicht. Ach, der braucht auch 3 Sterne. Kann er doch ja nicht. X-Formation, Schützenreihe, Kreuz. Ja, Halbkreis. Reicht aus. Und Dreieck. Wird da irgendwas passieren? Nein, da wird nichts passieren. Dann werden wir das mal wegnehmen. Patrouille. Nein, nicht Patrouille. Gut, wir machen das jetzt so. Ganz anders. So. Wir lösen die Staffel erstmal auf. Leute, woran hapert's denn?
mir die Markierung wieder. Alter, Alter. Also hier stimmt definitiv was nicht. Hä? Wieso nimmt er mir die Markierung immer weg? Hä? Die haben neue Soffen. Das ist schon mal sehr, sehr kurios hier. Dann machen wir es halt manuell. So. Vielleicht war der Staffelleader einfach nur zu doof. Da habe ich ja. Bei der Staffel hier habe ich ja diesmal nicht geguckt, dass der beste Pilot in der Staffel das Kommando bekommt. So, jetzt haben wir natürlich auch keine Staffel mehr. Jetzt müssen wir erstmal. So, jetzt gucken wir uns mal die. Oh, alles klar. Du bist definitiv schon mal Schiffe. Du bist Schiffe. Und ihr seid Fußvolk. So, habe ich alle? Den hier habe ich nicht. Den habe ich nicht. Zack. Auftrag ausgeführt. So, jetzt passt das auch, so wie das sein soll. Sehr schön. Und dann kriegst du jetzt eine. Was ist das? Buggy. Buggy? Ich kann nicht wundern, warum das gelb ist. Du. Hä? Plane Standardverhalten. Das Menü sieht auf jeden Fall ganz anders aus. Okay. Position beschützen. Und. So. Na, endlich. Also mit Staffeln zu arbeiten ist echt. Oh, der blanke Horror. Der blanke Horror. Und das Ding macht schon wieder so einen Krach hier. Ich gehe wieder zurück auf mein vernünftiges Schiff hier. Sag mal, warst du nicht angedockt? Kloppt sich ja erstmal ohne mich rum. Objektliste, Nemesis, Ding. Erwarte Befehle. Tatsache. Die machen ja alle, was sie wollen. Die machen alle, was sie wollen. So kann ich kein Imperium führen. Wenn ihr keiner auf meine Befehle hört. Machen wir, was sie wollen. Faule Bande. Eigensinn. Wo willst du jetzt hin? Du darfst dich jetzt erstmal wohin begeben? Hier, das ist einer von denen, die wir noch eine Weile lassen. Genau. Dann werden wir uns ja gleich ins Feindgebiet, muss ja auch nicht Sinn. Wir werden uns mal. Okay, andocken, hab ja. Genau. So, andocken. Du wirst ausrüsten. 20. 20 und für sich. So, das. Schnappen wir uns nämlich schwarze Sonne. Das wird dann das nächste. Also Ausrüstungsdock zerlegen, die Station zerlegen und hier wahrscheinlich Handelsstation und die Verteidigungsstation. Das werden wir ja dann sehen. Ja, Patsch. Dann bauen wir jetzt hier Verteidigung.
Ja, ich bezahle es trotzdem. Ach, unglaublich, der Samira. Unglaublich ist der Typ. So, zack. Was kostet die Welt, wa? So, jetzt kann ich die natürlich nicht mehr nehmen. Die Argonischen. Oh, sind das viele Stationen. Man wird ja richtig betriebsblind, wenn alles blau ist. Aber ist auf einmal alles rot, ja, dann sieht das schon wieder alles ganz anders aus. So, patsch. Aber das wird mit der Zeit natürlich genauso werden. Man gewöhnt sich ja dran. Das ist jetzt nur mal für heute was Frisches, was Neues. Gleich in der Nähe? Gleich daneben? Nee, wir machen gleich hier. Können so gleich rauskommen und gleich. Ist gleich auf der Mappe. 3, 3, ja. Auftrag ausgeführt. Ach, von wo ist eigentlich egal? Noch Zeit, noch Zeit, noch Zeit. So. Gut, dann sind die Sektoren in schwarze Sonne. Das nächste Ziel. Heute haben wir uns das argonische Hauptsystem geschnappt. Hatikvas gehört ja den Hats, war genau. Dann haben die Argonen, also die Argonische Föderation, nur noch die beiden. Die haben sie dann morgen nicht mehr. Und die Ernstrepublik Antigone hat, den haben sie ja noch, ne? Ja, genau. Das sieht man jetzt gerade nur nicht mehr so, weil die Bilder hier hören ja schon mir. Ah, hier ist die Einfärbung richtig gut geworden, ne? Das sieht super aus. Aber hier sieht so aus, als wäre es neutral. Ist es aber nicht, hört mir. Komisch. Na, vielleicht, wenn ich das Ding auch noch kriege. Dann haben die hat Republik Antigone noch drei Sektoren. Die sind ja dann auch ziemlich schnell Erwarte Befehle. down. Gut, der Sektor hier, der wird auch sehr interessant. Die drei Dinger zerstören. Und dann gibt es hier bestimmt auch noch eine Erwarte Befehle. Verteidigungsstation. Oder auch nicht. Gut. Diese Meldung ist ein bisschen nervig. Erwarte Befehle. Wieso? Wieso erwarte Befehle? Du hast doch klipp und klare Befehle. Und wieso Erwarte willst Befehle. Hat die eine Macke? Hat die eine Macke? Macht denn die hier? Das wird jetzt interessant. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Ist ja hier im Kontrollgebiet. Jetzt will ich wissen, Erwarte Befehle. ob die auch angreifen. Und die formieren sich auf jeden Fall neu. Wie Erwarte jetzt? Befehle. Also, nee. Wo fliegen die denn hin? Da darf ich nicht mehr hingucken. So, die Dinger hier müssen zu. Die reißen ganz schön die Performance nach unten. So, jetzt sagt die Kohle hier. Das haben wir gerade. Nicht weiter. Gut. Wer will denn hier immer. Wieso immer neue Befehle? Schon wieder so verpackt alles. So, du kennst ja deinen Platz, hoffe ich. Das finde ich jetzt schon ein bisschen interessant, dass die da unten rumschwirren. Erwarte Befehle. Also für uns ist das ja unten, ja. Ich weiß, dass es hier kein Oben und Unten gibt. Erwarte Befehle. Ist das immer die gleiche? Wie schalte ich das ab?
die entlassen. Ha. Erwarte Befehle. Oder wer ist das jetzt? Also das haben sie auch extrem versaut. Es kann nicht sein, dass ich hier dauernd Befehl hier diese Nachrichten kriege. Haben sie ja schon viel aufgeregt über diese ganzen Handelsmitteilungen und so. Und man kriegt immer ja nicht raus, wer will denn hier was von mir? So, ihr lebt das in Koexistenz hier, ja? Findet ihr also in Ordnung? Na denn. Will ich euch nicht weiter stören? Ist ja nur nicht so, dass ich hier einen Krieg führen möchte. Mit so unfähigem Personal wird das nicht. Hier ist alles richtig. Hier habt ihr alles. Dordi, wieso stehst du jetzt hier? Da warst du doch bestimmt heimlich am Kämpfen, ha? Ja. Wenn Chef nicht guckt, machst du alles richtig. Hier stimmt doch schon wieder was nicht. Oh, ich krieg die Krise. Auf Signal warten. Was? Jetzt. Ich glaube, so lange. Naja, ich mach das nicht lange mit. Ich mach das nicht lange mit. Ich werde dann nur noch mit Nemesis fliegen. Brauche ich ja nur zum Einnehmen der Sektoren und dann ist gut. So, also ich muss mal sagen, sieht doch schon ganz gut aus jetzt am vierten Tag. Ja, ist schick. Später ist ja nur noch grün und rot da. Rot ist dann eigentlich alles. Ja, wie gesagt, morgen schwarze Sonne. Und mal gucken, wo Antigone Memorial und die Leere wird sicherlich spaßig. Aber dann ist das alles weg. Und dann, ja, dann haben wir es ja schon. Dann ist ja nicht mehr viel. Dann sind die beiden agonischen Fraktionen weg. Und dann werden wir schauen. Ja, wahrscheinlich Teladi. Dann werden wir das Grün in saftiges Grün verwandeln. In Semira-Grün. Und dann, ja, na, dann sind wir ja schon hier hinten. Und dann unten noch das bisschen. Und dann ist das Ding erledigt. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch viel Action erleben. Hoffe ich. Na, achso, ihr seid zu tief. Wieso macht ihr das? Mensch. Oh, sieht mir auch auf den Keks. Wenn ich das hier. Wenn ich die Karte wieder ordentlich ausrichten will, das mache ich ja mit R. Dann zentriert es ja auf mich. Das ist ja eigentlich der Sinn dahinter. Und wenn ich dann gerade so weit weg bin, dann muss ich hier immer wieder hin und her. Hier wird gerade nichts gebaut, nichts gekauft, nichts gemacht. Ach, kommt schon. Dass wir die Milliarde nochmal erreichen. Das wär's doch. Oha. Das müssen wir doch mal. Oh, die. Ah, das ist natürlich auch eine schöne Gegend, ja. Da werden sie sich alle gegenseitig verkloppen wollen. Oder auch nicht. Die wollen nicht so. Gut, alles klar. Das soll ich jetzt hier noch dummes Zeug labern. Ich erober jetzt also heute erstmal nichts mehr. Wir haben ja nur drei Sektoren eingenommen. Glücklicherweise habe ich dann doch noch eine Lösung gefunden. Ja. Ich war einfach betriebsblind, weil ich dachte, ich bin davon ausgegangen, dass dieses System mit Adminzentrum zerstören, also nur Adminzentrum zerstören, dieses Modul, dass das immer überall anwendbar ist. Nee, ist es leider nicht. Werften, Docks und so muss man halt komplett zerstören. Oder fast komplett. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber was genau habe ich jetzt natürlich noch nicht rausgekriegt, weil ich da nicht selber involviert war. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, dass ich mal so einen Raumdock mal händisch mit einer Audi ganz Stück für Stück selber zerlege. Ich gehe mal davon aus, dass die Verteidigungsmodule da einfach dazugehören. Und noch irgendwas anderes vielleicht. Wer weiß. Gut, wir kommen unserem Ziel immer näher. Schritt für Schritt. Dann morgen, übermorgen werden die agonischen Fraktionen komplett, ausgelöscht nicht, aber sie werden dann keinen Sektor mehr haben. Beide. Ja, und dann geht's weiter zum Profit. Teladi. Genau. Gut, dann wünsche ich euch noch
einen schönen Abend und bis morgen, euer Semira.